oder Niefe. Ich denke mal Knife. Seelenbrecher. So. Seelenbrecher. Jetzt sind wir hier mit Knife, mit der Seelenbrecher. Vor einer Woche. Wollen wir uns das mal geben? Ein paar Medikamenten, nimm mir deine kleine Schwester, werde ihre Seele schänden. Ich male Blut, deine Trommel auf unzählige Leinwände. Deine Trauer, sie wird denn, du musst deine Seele spenden. Ich verwende meine Messer, nur um dich schnell zu brechen. Ich bin Charlie Manson und du solltest mir nicht widersprechen. Es gibt Action, ich mach dich kaputt, wie Konsum von Drogen. Alle Menschen sind wie du und haben mich seit Jahren belogen. Auf dem maroden Holzbitter, dass ich dich gefesselt habe, stelle ich mir Fragen, wie zum Beispiel, wo ich dich vergrabe. Dunkle Tage, was sich hier erwartet, wird man nie erfahren. Ich mach dich so Kopf kaputt wie Schumi bei seinem Skiunfall. Killer-Style, ich bin nicht der Täter, seh mich selbst als Opfer. Ich mach Mucke wieder hart wie Tilidin gemischt mit Wodka. Wie ein Boxer schlage ich so lang auf deine Schädeldecke. Schenke dir ein Pfeilchen und dein. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Jetzt mach keinen Scheiß. Der Stream lief die ganze Zeit so super. Bitte. Alles nur das nicht. Stream bleibt bestehen. Ich bitte dich. Alles lief supi. Also bis jetzt wirklich stabiler Stream. Ja, ich fand, der Flow ist richtig geil. Ne? Also der Flow, der ging richtig gut ab, auch vom Textlichen her. Keine Ahnung, auf alles, was ich heute jetzt reagiert habe, so habe ich wirklich gar nicht so viel zu meckern. Ne? Jetzt kann man sagen, Brian, der feiert sowieso alles. Ist aber nicht der Fall. So, wenn mir wirklich jetzt irgendwas, ne, vor die Linse kommt, wo ich dann sage hier, ne, da gefällt mir der Text vielleicht nicht, da ist vielleicht der Inhalt nicht so. Und aber ey, ich habe wirklich nur gute Sachen bis jetzt vorgeschlagen bekommen hier. Wenn es gut ist, ist es gut, fertig. So kann man nicht anders sagen. Also Leute, ich feiere nicht alles, aber das ist auch wieder eine andere Musikrichtung und so. Aber ich finde es cool. So, es hat was. So, ich finde auch von der Stimme her, vom Flow her, vom Text her, so, es holt einen auf jeden Fall ab. Ist nice. Ja, Mann, da guckt der Prime auf jeden Fall. Da macht er hier. Prime macht Linse. Eine Tränensäcke. 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 Ja, da komme ich auch in diese alten Friedhof-Chiller-Vibes. Ne? Kennt ihr noch Friedhof-Chiller? Geil. Seelenbrecher, ich vercheck Messer an deine kleine Schwester. Ritz ihr die Arme auf und mach sie so zum Emo-Rapper. Es wär besser, wenn du mich nicht kriegst. Ich werd dich zerstören, hörst du tausend Seelen, die gefangen sind und mir gewinnen. Ich Seelenbrecher, ich vercheck Messer an deine kleine Schwester. Ritz ihr die Arme auf und mach sie so zum Emo-Rapper. Es wär besser, wenn du mich nicht kriegst. Ich werd dich zerstören, hörst du tausend Seelen, die gefangen sind und mir gehören. Geil, fühle ich auf jeden Fall als jemand, der schon Geister beschworen hat in einem A Cappella Battle, da habe ich ja auch Seelen freigelassen und Scheiße. Auf jeden Fall. Und Crazy O weiß Bescheid. Also, ich als der alte Geisterbeschwörer weiß es auf jeden Fall zu schätzen, so dass da jemand auch ein Seelenbrecher am Start ist und Knife. Hört sich gut an auf jeden Fall. Ist eine schöne Ohrwurm-Hook auf jeden Fall. Holt mich auch gut ab. Ne? Ja. Lässt die Seele baumeln, sag ich mal. Du verficktes Stück Dreck hast du immer noch nicht ausgelernt. Mach die Schlappe Faxen, werden dir die Finger schnell entfernen. Life macht ernst. Ich besitze eine ziemlich kranke Ader. Therapier dich wie dein Vater, der noch nie ganz für dich da war. Deine Psyche wird eiskalt, deine Welt bricht in sich zusammen. Du wirst heute verstoßen von deinen Freunden oder den Verwandten. Nicht mehr lange, ich red auf dich ein, bis du nur noch weinst. Tränen der Verzweiflung fließen Blut auf meinen weißen Eis. Was mal war, hast du nach paar Tagen schon komplett vergessen. Jetzt zählt nur noch akzeptieren, sie ist von dem Wasser fressen. Wie besessen, weiß nicht, was real ist oder Illusion. Nach einer warmen Mahlzeit gehe ich schnell ihre Pillen holen. Klinisch
tot. Ich geb der Patientin nur noch ein paar Tage, bis ich sie auf einer Trage mit durchgeschnittener Kehle sah. Es ist Zeit, deine Seele kommt direkt in meine Sammlung. Ich erwarte den nächsten meiner Kunden und dreh ihm die Hand um. Ja, auch bevor die Hook kommt, ist dann auch immer so ein kleines bisschen Pause so, damit man erstmal alles hier verdauen kann. Ist aber nice auf jeden Fall. Also, es hört sich gut an, textlich und alles. Aber das Einzige, ne? Jetzt kommt Prime wirklich mit seinem Mecker, mit seinem Meckerbot, ja? Jetzt kommt der Meckerbot. Ich finde es trotzdem halt ein bisschen zu langweilig gerappt. Sagen wir es mal so. Es zieht sich halt, ne? Wie so ein langer roter Faden. Ich finde halt von der Stimme her, es hätte da ein bisschen ein paar Passagen geben können, wo man halt ein bisschen mal mehr Druck reingibt und so. So ist es halt die ganze Zeit immer. Ja, man, immer in der gleichen Tonlage, ne? Das ist halt die Sache, was halt ein bisschen vielleicht, ne, einen aus dem Bann holen könnte. Aber sonst auf jeden Fall ist es ein guter Rapper auf jeden Fall. Also, wie bis jetzt jeder hier im Stream jetzt gerade, den ich hier abgecheckt habe. Also, es hat mir bis jetzt alles gut gefallen. Ja, man kopieren erleichtert immer. Ja, man, live. Nach dem können wir dich navigieren. So sieht's aus. Aber wie gesagt, es gibt auf jeden Fall dicke Pluspunkte, weil als Geisterbeschwörer, der das natürlich auch schon vor Publikum gemacht hat und so, ne? Props an die BRB. Battle Rap Bundesliga, alle abchecken. Ja. Hat's mich auf jeden Fall abgeholt und auch Deadstock, du weißt. Immer wenn irgendwas ist, ich beschwöre dich, ne? Deswegen, die Geister, die ich rief, nice. Also, der Song heißt Seelenbrecher. Aber hier, Knife, nice. Kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut geben. Wie ich das immer so schön zu fläschen. Egal, ihr wisst Bescheid.